herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin zum allerersten Mal in diesem Saale. Hatte an sich gerechnet, dass ich lauter Architekten hier oben bei den Büsten sehen werde und Architektinnen insbesondere, weil der Saal nach einer Architektin benannt ist, aber ich erblicke, wie ich sehe, lauter Chemiker. Es müsste ja mal ein chemischer Hörsaal gewesen sein. Ganz hinten Liebig aus Gießen, bedeutender Chemiker der chemischen Industrie, und dann Wöhler, der Vorletzte, der hat zum ersten Mal gezeigt, dass das Organische mit dem Anorganischen verwandt ist, der Tarnsäure synthetisch hergestellt, wenn ich mich irre. Die beiden anderen kenne ich nicht. Dann der zweite, Berzelius, berühmt wegen der stöchiometrischen Gesetze, da war die Atomtheorie schon im Kommen. Und der allererste ist natürlich der Gant, Lavoisier. Lavoisier ist tatsächlich ein Mann des Fortschritts gewesen. Ein wirklicher Mann des Fortschritts. Sie müssen sich vorstellen, Lavoisier zeigt, Alchemie ist sinnlos, die Menschen haben immer noch fest an Alchemie geglaubt. Lavoisier geht hin und untersucht die Elemente selbst und die Verbindungen, stellt fest, dass Wasser zum Beispiel kein Element ist, sondern eine Verbindung ist, macht das mit einem langen Gewehrrohr, das er einbaut in einen riesigen Ofen. Der Ofen wird unfassbar stark erhitzt. Auf der einen Seite kommt Wasser hinein und die Hitze ist so groß, dass das Wasser zerlegt in zwei Gase. Die kann er dann abschöpfen am anderen Ende. Nach unten hin Sauerstoff und nach oben hin Wasserstoff. Also es ist ein zusammengesetztes Material. Das war unfassbar, was er alles da gefunden hat. Es war völlig neu. Die Idee ist ja das völlig Neuen beim Fortschritt. Fortschritt vom Wort her ist ja nicht eine Verbesserung, das steht da im Wort nicht drin. Fortschritt ist einfach nur Fortschreiten. Wir schreiten fort. Wohin wir schreiten, das wissen die Götter. Aber Lavoisier hat ihnen eine Zukunft gezeigt, wo man also mit Material Neues erfassen kann. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, aber Lavoisier wurde ja geköpft im Zuge der Revolution. Denn die Revolution, die französische Revolution 1789, das war ja ein anderer Fortschritt. Das war der Fortschritt weg vom Absolutismus in Frankreich hin zu einem nationalen Denken, zu einem Denken, dass der Citoyen aufgeklärt den Staat bilden soll. Und wenn Sie sich erinnern, man hat gebildet natürlich ein neues Staatengefüge und einen Wohlfahrtsausschuss, sodass alles gut wird. Es muss jetzt endlich alles gut werden, war sozusagen die Devise. Alle müssen sozusagen in ein gutes Staatengebilde hineinkommen. Und am besten schaut das gute Staatengebilde aus, wenn die, die dagegen sind, geköpft werden. Der Terreur, also die Guillotine, war Programm. Und Lavoisier galt als unzuverlässig und da hat man gesagt, wenn er unzuverlässig ist, dann wollen wir auf Nummer sicher gehen, wir werden ihm den Kopf abschneiden. Wie einer seiner Zeitgenossen gesagt hat, es hat nur 50 Minuten gedauert, bis der Kopf weg war, und es wird 5 Jahrhunderte dauern, bis ein weiterer so großer kommen wird. Das war also Fortschritt in verschiedenster Hinsicht. Fortschritt ist eine gefährliche Sache. Aber wie ich gehört habe, sind die meisten von Ihnen Architektinnen und Architekten. Oder, liebe Frau, Sie lachen, na gut, okay. Bitte? Haben Sie eine Ahnung? Als Kaiser Franz Josef herausgeblickt hat auf den Michaelerplatz und gesehen hat ein neues Gebäude, hat er gesagt, er wird die Vorhänge nicht mehr aufmachen, damit er dieses Gebäude nicht mehr sehen muss. Und wenn er gekonnt hätte, hätte er natürlich losgeköpft. Sicher. Weil das war, und ehrlich gesagt, mir gefällt das Gebäude nicht, aber es war ein Fortschritt. Es war ein Fortschritt. Das Haus ohne Augenbrauen war ein Fortschritt. Man hat etwas ganz Neues hingestellt. Man wurde ehrlich, hat man gesagt. Endlich einmal ehrlich, nicht verlogen zu sein. Architektur wurde zum ersten Mal ehrlich. Wir wollen nur das machen, was wirklich wesentlich ist. Das Wesentliche ist natürlich die Geometrie, nicht? Darum ist dieses Haus eigentlich exakte Geometrie. Also diese Vorstellung, Ornament ist Verbrechen, das ist eine fürchterliche Vorstellung halte, aber diese Vorstellung ist natürlich auch ein Fortschritt gewesen. Sie sehen auch, wie er fortschreitet. Gehen Sie bitte vielleicht zum Beispiel am Hof,
wo sie noch zwei uralte Straßenlaternen aus der Zeit, aus der Gründerzeit oder früher sehen. Ornament über Ornament, gigantisch schön. Und gehen Sie dann auf die Marie-Hilfer-Straße, wo ich zufälligerweise wohne, und schauen Sie sich diese Straßenlaternen an. Da bleibt nichts übrig als das frugale Licht, sonst nichts. Ob das wirklich eine Verbesserung ist, ist die Frage, aber es ist ein Fortschritt. Ein weiterer Fortschritt wäre, wenn Sie, also das ist sozusagen mein Plädoyer, ich kann gleich beginnen damit, als Architekten sagen, wir führen das Ornament wieder ein. Das wäre doch eine Idee. Eine neue Ornamentarchitektur. Also ich will es einmal als Keim so hineingeben. Es wäre ein weiterer Fortschritt. Nebenbei gesagt, der größte Denker des 20. Jahrhunderts, Ludwig Wittgenstein, ist ja auch Architekt gewesen. Ich möchte Ihnen das vielleicht auch etwas nahe bringen. Sie wissen vielleicht, Wittgenstein, der Name klingt irgendwie sehr groß. Man glaubt fast, dass er ein Adeliger war, aber der Vater von Ludwig Wittgenstein, Karl Wittgenstein, einer der reichsten Männer Europas, nur vergleichbar mit Krupp und dieser Größenordnung, ist reich geworden durch Stahl. Er hat in Stahl gearbeitet, wie man sagte, im 19. Jahrhundert, hat den Stahl geliefert für die transsibirische Eisenbahn. Da muss man einiges liefern. Sie können mir glauben, da wird man wirklich, wirklich vermögend. Und dieser Karl Wittgenstein, viele Kinder gehabt, ein unfassbar musischer Mensch, hat beim Bau der Sezession hat alles finanziert. Die Sezession ist praktisch von ihm finanziert worden. Drakel hat er unterstützt, er hat einmal den Drakel gegeben, 100.000 Gulden. Das war das, was ein Beamter normalerweise 4 Jahre lang arbeiten muss, damit er das Geld verdient. Einfach so. Die Kinder hat er erzogen mit einer Brutalität, die man sich nicht vorstellen kann. Ja, er kam aus Amerika. Er war in seiner Jugend war er in Amerika drüben, ist ausgebüxt von zu Hause als 19-Jähriger, war einfach weg. Die Eltern haben nicht gewusst, wo er ist. Er ist nur mit seiner Geige, mit keinem Groschen Geld. In der Tasche ist er hinübergefahren, hat sich mit Geigen spielen und mit Nachhilfeunterricht und als Barkeeper und dann war irgendwo in einem Schiff, hat er sich irgendwie durchgedient und nach 2 Jahren ist er plötzlich wieder da gewesen. Ja, hat in Amerika gelernt, was es bedeutet, wenn man Unternehmer ist, hat aber nichts verdient. Verdient hat er erst im Habsburgerreich. Also ja, ist Television in Amerika gewesen und Millionär in Österreich. Also so kann man es auch machen. Und dieser Karl Wittgenstein hat seine Kinder mit einer Brutalität erzogen, hat gesagt, er müsste unbedingt, die Kinder sind daran zerbrochen, vor allem die Buben. 2 haben sich während des Lebens des Karl Wittgenstein umgebracht, der dritte nach seinem Tod noch. Und 2 sind übrig geblieben, ein Pianist, der Paul Wittgenstein, der im Krieg verloren hat seine rechte Hand, aber er wollte unbedingt Pianist bleiben, hat einfach nur für die linke Hand Klavier gespielt. Hat finanziert viele Komponisten, dass sie ihm neue Stücke schreiben für die linke Hand, hat andere Stücke von Bach, von Mozart, von allen Großen hat er umgeschrieben, damit er für die linke Hand spielen kann. Also eine verrückte Familie. Ja. Und der Ludwig, der verrückteste von allen. Und Ludwig Wittgenstein beginnt plötzlich Mathematiker zu werden, das Verrückteste, was man machen kann. Lernt bei Russell, bei dem großen englischen Philosophen, kennen die Grundlagen der Mathematik, beschäftigt sich damit, kommt auf die Idee, hat alle Probleme der Philosophie gelöst, alle. Und schreibt es in einem ungefähr 100-seitigen dicken Buch, das Tractatus Logicorum Philosophicus. Ja. Dieses Buch besteht eigentlich nur aus 7 Sätzen. Die 7 Sätze werden aber kommentiert in Untersätze. Es gibt einen Satz 1, einen Satz 2, 2.1, 2.11 und so weiter. So wird das gemacht. Das hat er erfunden. Alle Mathematiker haben es nachgemacht jetzt. Und hat dieses Buch geschrieben. Der erste Satz lautet: Die Welt ist, was der Fall ist. Beginnt das einmal ganz groß. Er schreibt Philosophie so wie Heraklit. Ja? Ich fange an, mich interessiert nicht, was vorher geschrieben wurde. Schreibt doch extra vorwärts hinein. Was die vorher geschrieben haben, mag sein, dass ich mich wiederhole, interessiert mich gar nicht. Er dachte, das ist wahres fortschrittliches Denken. Ja? Nicht fortschrittliches Denken ist, ich muss also immer schauen, welche Quellen und zitieren, und sie lernen alle Zitierungen unglaublicherweise. Völlig unnötig. Wenn Sie wirklich Genie sein wollen, kümmern Sie sich nicht darum. Schreiben Sie einfach das, wo Sie sagen, das ist meins. So war es. Ein Gigant. Das Buch haben die Leute nicht verstanden. Es hat sich ein eigener Wiener Kreis gebildet, aufgrund des großen Philosophen und Physikers Ernst Mach. Verein Ernst Mach hat er sich genannt. Mach und Boltzmann, das waren die beiden großen Giganten der Physik in Österreich damals. Und Physik war das neue Fach. Das
Philosophie. Starker Fortschritt in der Physik. Und man sagte sich, also diese neue Physik, die braucht auch eine neue Philosophie. Denn die alte Philosophie von Hegel, Fichte, Schelling oder wie sie auch alle heißen, die taugt nichts für Relativitätstheorie, nichts für Quantentheorie. Wir müssen was Neues machen. Was Neues. Und es bildete sich, das war in Wien. Man will es nicht glauben, Wien zur Jahrhundertwende von 1870 bis 1930 war das geistige Zentrum der Welt. Sie wissen es, in der Architektur war es so, aber nicht nur in der Architektur, in allem fast. Ich wüsste nicht, wo es das nicht war. Überall. Ein geistiges Zentrum der Welt, vielleicht in der Chemie weniger, aber sonst überall. Medizin, in allen Kunstrichtungen. Der Volkswirtschaft, die ist in Wien erfunden worden, die moderne Volkswirtschaftstheorie. Alles. Und da haben sich gebildet, also Leute, die sich gesagt haben, was Mach und Boltzmann getan haben, das müssen wir also philosophisch festigen, haben sich den Wiener Kreis genannt. Und der Leiter des Wiener Kreises, ein gewisser Moritz Schlick, Philosoph, hat bei Planck dissertiert, bei dem großen Physiker, über eine Arbeit von Einstein, also hat sich in diesen Dingen ausgekannt. Dieser Moritz Schlick hat gesagt, wir müssen den Traktatus von Wittgenstein nehmen und dieses Buch lesen vom Traktatus. Wir müssen Wittgenstein selbst herholen. Aber Wittgenstein ist nicht gekommen. Wissen Sie, nachdem Wittgenstein das Buch Ende des Krieges, Ersten Weltkrieges, geschrieben hatte, hat sich da mal richtig herausgebracht, denn er hat kein Vermögen mehr gehabt. Das, was er von seinem Vater geerbt hat, ein gigantisches Vermögen. Wirklich. Mehr als seine Kinder und Kindeskinder jemals ausgegeben hätten. Das ganze Vermögen hat er verschenkt. Er ist zum Notar gegangen und hat es verschenkt. Der Notar hat gesagt, Sie begehen finanziellen Selbstmord, ist mir egal, hat unterschrieben. Wissen Sie, wem er es geschenkt hat? Seinen Anverwandten, seinen Geschwistern. Wissen Sie warum? Nicht als Rückversicherung, das war ihm egal, sondern weil er gesagt hat, wenn ich dieses viele Geld den Armen gebe, werden die korrupt. Meine Geschwister sind schon verdorben. Also, daher so. Logisch. Und dann hat er beschlossen, er wird jetzt etwas richtig Anständiges machen. Wenn mir jetzt alles erledigt ist, Philosophie ist erledigt, was mache ich dann? Und hat beschlossen, er wird Lehrer. Aber nicht Universitätslehrer in Cambridge oder in Wien. Auch nicht Mittelschullehrer, nicht einmal das. Der wurde Volksschullehrer. Irgendwo draußen in der Gegend, wo die Füchse an der Gute Nacht sagen, ganz südlich von Wien, so 70, 80 Kilometer südlich von Wien in den Wäldern. Der Trattenbach, Ottertal, keine Ahnung, wo diese Gegend ist, also Sie werden das kaum kennen, ich kenne es zufälligerweise, weil ich auch aus der Gegend bin, aber Sie können mir glauben, da ist nichts los. Dort war Wittgenstein. Hat keine Bauernkinder unterrichtet, natürlich völlig falsch, weil viel zu viel Verlags hatte von ihnen. Hat natürlich gesorgt dafür, dass die, wo er erkannt hat, dass die begabt sind, hat er ins Gymnasium. Die Eltern waren natürlich voll dagegen. Die haben gesagt, der Bub muss ja arbeiten. Nein, der kommt ins Gymnasium. Wittgenstein hat das wirklich einige geschickte Leute ins Gymnasium hineingepresst. Ja? Aber die meisten waren natürlich dumpf. Und der doch klar, ne? Das war klar, was bleibt, ging alles über, er konnte nicht, er war so entsetzt, dass die nicht lernen konnten. Ja? Die Stunde hat er überzogen und so weiter. Wie dem auch sei, dieser Wittgenstein, nachdem er als Lehrer versagt hatte, wollte dann unbedingt ins Kloster gehen. Die Mönche haben gesagt, dich nehmen wir nicht. Du bist zu gefährlich, ja. So einen Nerd brauchen wir nicht. Also Gärtner kann er sein, aber nicht ins Kloster. Ja, das ist ein Klostergärtner geworden. Und dann hat sich die Schwester, eine seiner Schwestern, Margareta, hat sich erbarmt seiner und hat gesagt, ich baue ein Haus beim dritten Bezirk. Sei lieb, du das Haus mit konstruieren. Und Wittgenstein war ein großer Fan von uns. Hat gesagt, wir müssen das Haus ganz neu machen. Neu. Engelmann war der Architekt. Wittgenstein hat Engelmann diktiert, wie es geht. Wittgenstein hat den Bauleuten diktiert, wie es geht, und zwar aufs Genaueste. Sie können sich nicht vorstellen, er hat die Türschnallen millimetergenau konzipiert. Die Heizungskörper, alles musste haarigenau sein. Das Wittgensteinhaus gibt es noch, Sie können es sehen. Wir sind in diesem schrecklichen Gebäude von der Hauptversicherung, von der Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Befindet sich in der Kumpmanngasse diese Wittgenstein-Villa. Die Bulgaren leben drin und wissen nicht, was sie damit machen sollen. Aber es ist einem empfindet das natürlich scheiße, aber es ist trotzdem großartig. Großartig in dieser Idee, die er hat. Und ja, die Schwester hat ihn zur Verzweiflung gebracht, es hat Millionen gekostet, aber es war ihm egal, es musste so sein nach seinem Willen. Und als endlich die Dachfläche gefeiert wurde und die Leute ins Haus hineingegangen sind, hat er in einem Zimmer festgestellt, die Decke gehört noch 5 cm weiter gehoben.
Das musste dann gemacht werden. Ja, musste gemacht werden. Später war dann irgendwann einmal in Cambridge, ist dann wieder zur Philosophie zurückgekommen, ist eine andere Story, will ich jetzt nicht erzählen. Und in Cambridge hat er einmal Lotto gespielt, einen großen Hauptgewinn, hat er einmal mitgespielt, nicht damit er Geld gewinnt, sondern er hat sich gesagt, ich möchte noch ein WC-Fenster des Hauses ein bisschen umverlegen. Und dafür wollte er das Geld gewinnen. Hat aber nicht gewonnen. Also, aber Sie verstehen, es muss anders sein. Also, das muss wirklich anders sein. Das ist die Idee von Fortschritt. Und wir erwarten uns so viel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erwarten uns unglaublich viel. Und darf ich Ihnen etwas sagen? Das ist einerseits gut so, das muss so sein, ich kann Ihnen erklären, warum. Und andererseits, wir werden schwer enttäuscht werden. Aber es ist trotzdem gut so. Ich erkläre vielleicht einmal, warum das gut so ist. Ich sage es Ihnen. Wir brauchen Fortschritt in Folge der Hinsicht. Der Mensch ist von seinem Wesen her expansiv. Der Mensch möchte immer mehr. Der Mensch möchte immer anderes. Und das ist das Wesen des Menschen. Das hat Karl Marx erkannt. Karl Marx hat gesagt, der Unterschied zwischen Mensch und Tier besteht darin, dass Tier weiß, wann es genug hat. Oder Sie kennen das, wenn ein Preuße in München so einen halben Liter Bier trinkt und sagt, jetzt habe ich genug, dann sagt der Bayer, ach so, wie ein Viech. Ne? Weil der Mensch will mehr. Der Mensch will immer mehr. Ich war damals, glaube ich, so 11, 12 Jahre alt, bin ich ins Burgtheater gegangen worden und musste mir anschauen von Ferdinand Raimund, so ein schönes Stück, ein Biedermeierstück. Ferdinand Raimund ist ein Märchendichter gewesen und alle Eigenschaften hat er personifiziert. Da gibt es den Geiz, der gelb auftritt, in einer gelben Maske, und den Neid, der grün auftritt, und es gibt die Jugend, das hübsche junge Dame, und es gibt das hohe Alter. Und bei einer dieser Szenen kommt aus einem Blockhäuschen hervor, damals die Schauspielerin Paula Wessely, eine der Gigantinnen des Burgtheaters, kommt hervor im Dirndl, und die Tochter dieses Bauern als Millionär fragt sie, und wer bist denn du? Und sie sagt, ich bin die Zufriedenheit. Und ich habe gewusst, das ist Heuchelei. Wenn jemand sagt, ich bin zufrieden, ist er tot. Man ist nie zufrieden. Das ist wichtig, dass Sie nie zufrieden sind. Niemals zufrieden sein. Nie. Immer noch was anderes wollen. Immer auf was anderes ausschauen. Das ist ganz wesentlich. Wissen Sie, dass das der Motor dessen ist, dass es uns gut geht. Denn neue Bedürfnisse bedeuten, dass man sozusagen in die Zukunft hinein investieren kann. Das ist auch für Sie als Architekten unglaublich wichtig. Sie wollen wieder was Neues bauen. Sie müssen etwas Neues bauen. Es ist eh schon so viel da, würde man sagen. Ja? Nein, Sie müssen etwas Neues bauen. Da bauen wir so wie die Alten, das ist uninteressant. Sie müssen neu sein, weil wir das wollen, weil wir damit Geld verdienen. Das ist ganz wichtig, dass man damit verdient. Dann kann man sich Geld vermehren mit dieser Methode, weil damit gelingt es auch, dass wir beim Geschäft nicht dafür sorgen müssen, wenn ich gewinnen will, dass der andere möglichst verliert. Verstehen Sie? Wenn es ein Nullsummenspiel wäre, dann würde der gewinnt, immer dafür sorgen müssen, dass der andere möglichst verliert. Aber bei einem Nicht-Nullsummenspiel, wo es immer mehr wird, wo ich eine sozusagen expansive Wirtschaft habe, da gibt es Win-Win. Und auf das müssen wir hinziehen. Darum sind wir in einer ganz schrecklichen Zeit, wo es keine Zinsen gibt. Verstehen Sie mich? Dass es keine Zinsen gibt, ist ein Zeichen, dass die Leute nicht an die Zukunft glauben. Dass die Leute nicht mehr an den Fortschritt glauben. Ja. Es ist höchst eigenartig. Wir brauchen das. Es ist wirklich wichtig. Das ist der eine Punkt. Zweiter Punkt. Man darf sich vom Fortschritt nicht zu viel erwarten. Ich habe Ihnen, damit Sie das also bestätigt finden, das ist natürlich Literatur, Sie wissen das, aber ich habe wirklich keine mathematische genommen, sondern von einem Mathematiker, der Mathematik studiert hat, aber dann Dichter geworden ist, hat es besser gewusst, ein gewisser Robert Musil,
das große Buch von der Roman Der Mann ohne Eigenschaften, an dem Husserl gearbeitet hat, bis er gestorben ist. Niemals fertig geworden, das ist klar, das bringt der Fortschritt so mit sich, nicht? Also, das geht ins Utopische, ins Nichts hinein. Und da schreibt Musil so über den Gedanken, was die Mathematik sozusagen schaffen kann. Ulrich, der Held, der Protagonist des Buches, dieser sogenannte Mann ohne Eigenschaften, der macht mehrere Phasen durch. Er wird auch einmal Ingenieur, aber es ist auch noch nicht die richtige Phase. Die letzte Phase, die er wird, ist der Mathematiker. Ja? Und dann kommt er hinein in diesen Prozess der Parallelaktion. Sie kennen das Buch. Und da schreibt Musil so: Münchhausens Posthorn war schöner als die fabriksmäßige Stimmkonserve. Er vergleicht das, was wir uns in der Zukunft erträumen, das ist Münchhausens Posthorn. Und das, was wir dann konstruieren, die Stimmkonserve, Sie verstehen. Der Sieben-Meilen-Stiefel war schöner als ein Kraftwagen. Laurens Reich schöner als ein Eisenbahntunnel. Die Zauberwurzel schöner als ein Bildtelegramm. Facebook oder sowas, ja. Facebook ist nicht das, was man sich erwartet. Wenn mir einer sagt, ich liebe dich, ich schreibe es dir auf Facebook. Oh. Ich meine, ich habe 20.000 Freunde und kenne keinen einzigen. Nicht? Verstehen Sie mich? Also, vom Herz seiner Mutter zu essen und die Vögel zu verstehen, schöner als eine tierpsychologische Studie über die Ausdrucksbewegungen der Vogelstimme. Man hat Wirklichkeit gewonnen und Traum verloren. Also bedenken Sie, das ist der wichtige Satz. Man hat Wirklichkeit gewonnen und Traum verloren. Der Fortschritt ist auch nicht nur das, was einmal war. Die Idee des Fortschritts ist: Ich habe eine Vorstellung, ich habe eine fast paradiesische Vorstellung, wie es sein könnte, und dann schaue ich mir an, was ich konstruiere, und es ist nicht das Gelbe vom Ei. Das passiert einfach immer wieder. Und wissen Sie, eigentlich, wir müssen das ganz optimistisch betrachten, es ist gut so. Wissen Sie, warum es gut so ist? Weil es den Antrieb gibt, noch einmal zu versuchen, besser zu versuchen. So wie Samuel Beckett schreibt: Scheitern, weiter scheitern, besser scheitern. Sie verstehen, es ist dieser Schritt, ich möchte es noch einmal versuchen. Das ist unser wirklicher Antrieb. Aber wir müssen wissen, alle diese Vorstellungen, die die Menschen haben, wie die Zukunft ausschauen wird, wie rosig sie sich auch ausmalen, sie wird nicht so sein. Das macht nur glauben Sie halt diesen Verkündern nicht. Das ist ganz eigenartig. Da wird es zum Beispiel von den komischen Ingenieuren, vor allem diesen Informatikern, denen nur mit 0 und 1, die glauben, die Welt zu verstehen, erklärt, sie können Bewusstsein erzeugen. Sie erzeugen Bewusstsein. Sie werden Maschinen erzeugen, die dann Bewusstsein haben. Toll. Wir erzeugen nicht Maschinen, wir erzeugen anderes, das dauernd Bewusstsein hat. Verstehen Sie? Jede Frau, die ein Kind zur Welt bringt, bringt Bewusstsein zur Welt. Das versteht sein Computermann nicht. Ja? Die haben schon längst Bewusstsein erzeugt. Ja? Viel schöner. Und das, was die machen werden, wird niemals das leisten. Niemals. Die haben nur einen Uterus nicht. Das ist nichts. Ja? Also Fortschritt bedeutet, du wirst etwas erreichen, aber das wird es nicht sein. Das ist nicht schlecht, aber auch sozusagen niemals das Ende. Und der dritte Punkt, der letzte Punkt. Wissen Sie, Universität, dort glaubt man, ist dort entsteht der Fortschritt. Ich habe so meine Zweifel. Wissen Sie, die ersten großen Universitäten sind gebaut worden in Deutschland, wo wirklich was passiert ist. Als Deutschland bestanden hat aus Hunderten von kleinen Staaten, das war vor Napoleon,
Hunderte von kleinen Staaten waren da. Überall waren da so ihre Aristos, die so ein kleines Land besessen haben, so eine kleine Stadt gehabt haben, wo sie gesagt haben, das sind meine Leute. Und ich brauche einmal eine Schule, wo man die Bader und die Tiere gesund machen, auch die Menschen gesund machen und vielleicht auch die Gerichte bevölkern, die brauche ich halt, die muss man ausbilden, also ich mache eine Universität. Und so sind sie entstanden, diese Universitäten, zuerst einmal in Heidelberg, war natürlich schon alt, oder in Tübingen, oder in Göttingen, oder da in diesen kleinen Orten, überall gab es keine Universitäten. Die waren einfach nur gebildet worden, weil man sich sagte, naja, wir müssen da halt ein gebildetes Publikum heranschulen. Und wer ist hervorgekommen? Hegel und Hölderlin. Kant, Gauss, Riemann, Unglaubliches ist hervorgekommen. Ungeplant. Und was macht man jetzt? Jetzt sagt man Bologna. Wir machen Exzellenz. Entwurf, Sie kennen das, in der Architektur. Ja, das ist der Plan. Und wo ist die Exzellenz? Wissen Sie, was interessant ist? Die Nobelpreisträger, also jetzt habe ich da, diese Leute habe ich Ihnen vorgesagt, die kennt man heute noch. Der Lavoisier war nicht einmal Nobelpreisträger, weil er viel zu früh auf der Welt war. Aber die Nobelpreisträger der 20er Jahre, wenn Sie Heisenberg oder Schrödinger oder diese Leute hören, das klingt noch heute. Wenn Sie heute den Namen von einem Nobelpreisträger hören, der den Nobelpreis heute bekommen hat, weil Sie wissen, in 2 Jahren kennt er nicht einmal meinen Physiker, obwohl er den Nobelpreis für Physik hat. Der Nobelpreis, komischerweise, der hatte Glanz gehabt und der ist weg. Wissen Sie, was heute Glanz hat? Heute sind es die Patente. Interessanterweise Patente. Elon Musk, Tesla, nicht? Das ist das, worauf man hinschaut. Irgendwie kommen wir von einer griechischen Zeit, wo man also prinzipiell gedacht hat, die Griechen, die großen Philosophen, in eine römische Zeit, wo man ingenieurmäßig denkt. Wir wollen es einmal richtig herrichten. Das ist ja nicht als Schlechtes zu betrachten. Auch das muss irgendwie gefördert werden. Ob die Universität das mit ihren Planungen, so wie wir das geplant haben, zusammenbringt, möchte ich bezweifeln. Meine Damen und Herren, meine These lautet, man kann den Fortschritt nicht erpressen. Sie können es nicht erpressen, dass plötzlich ein Genie unter uns ist. Der Kairos kommt, wie er will. Genauso wie dieses Rauschen. Ich weiß nicht, weil ich mich da so herumbewege, oder was ist der Grund? Sie wissen es besser. Aber wir können den Boden bereiten, dass das da ist. Das ist schon. Dafür muss die Universität aber nicht den Plan Bologna haben, sondern Freiheiten geben. Freiheit. Dass man studiert so, ich habe einen Stundenplan. In Oxford, habe ich jetzt gelesen, in Oxford macht ein Rechtsstudent eine Klage gegen die University of Oxford, weil er bei einer Vorlesung einen Zweier bekommen hat. Die war in seinem Plan drinnen und der Professor war der fürchterlich schlechte Professor und das war halt ein Lehrermangel und mit diesem 2 ist er nicht angestellt worden. Jetzt klagt er die Universität von Oxford. Weil er nicht angestellt worden ist, weil er ein schlechter Jurist ist. Nebenbei gesagt, ist das Russellsche Paradoxon, das Sie vielleicht kennen. Das Russellsche Paradoxon sagt, wenn er reinkommt, sagt, das heißt, wenn ich sage, ist falsch, und wieder rausgeht, wissen wir nicht, ob er recht hat oder nicht. Verstehen Sie mich? Ja? Und das Russellsche Paradoxon sehen Sie bei diesem Rechtsanwalt verwirklicht. Wann der den Prozess gewinnt, ist er ein guter Anwalt. Warum hat er dann gewonnen? Weil er als schlechter Anwalt hat er gewonnen, das geht ja gar nicht. Und wenn er ihn verliert, also ich meine, dann wäre er ja schlechter Anwalt herausgekommen, nicht? Also Sie sehen, aber wie dem auch sei, die Universität macht solche Pläne, die einen bändigen und fesseln und nicht die Freiheit lassen für jemanden, der plötzlich ein Genie ist. Wenn Wittgenstein heute studieren würde, der wäre verloren. Der würde sich ja nicht auskennen. Würde nicht einmal richtig einen Hörsaal finden. Verstehen Sie mich? So verrückt. Diese Freiheit geben wir nicht, aber wir müssen sie geben, damit wir die Möglichkeit haben, dass irgendeiner kommt und sagt, ich kann das. Es muss natürlich auch den Plan geben für uns, die mit dem Durchschnitt sind. Wir sind der Durchschnitt. Ich bin kein Fan der Durchschnittsfalle. Es muss den Durchschnitt geben. Ich gehöre ja dazu. Wenn es den Durchschnitt nicht gäbe, dann wäre ich ja auch nicht da. Aber es muss trotzdem den Platz geben dafür, dass es Leute gibt, die sagen, die Vorlesung interessiert mich alles nicht. Ich gehe zu meinem Professor, den höre ich mein ganzes Leben lang an und dann kriege ich ein Doktorat und ich bin fertig. Ja, wo sind denn die Scheine? Blödsinn, ich brauche keine Scheine. Ich brauche nur Wissen. Verstehen Sie? Diese Freiheit, für die plädiere ich. Sie sind ja hier, wie soll ich sagen, die Speerspitze
wie soll ich sagen, des intellektuellen Anspruchs von Freiheit, weil Sie sind die Architekten, verstehen Sie? Sie bauen das. Sie könnten einmal aufstehen und sagen, wir machen es anders. Was brauchen wir uns? Ein Programm zu unterwerfen, das in Europa überall gleich geformt ist. Warum brauchen wir Uniformität? Jeder baut doch das Haus so, wie er es selber als haben möchte. Uniforme Häuser, die gibt es in der Sowjetunion beim Planbau. Aber wir bauen anders. Wir bauen auch Universität anders. Warum bauen Sie sie anders? Weil wir dort den Platz für Fortschritt schaffen. Sie bauen Häuser, Sie wissen nicht, wer drinnen wohnt. Verstehen Sie? Sie bauen Universitäten, Sie wissen nicht, welche Genies davon profitieren. Aber bauen Sie die guten Universitäten. In dem Sinne danke ich Ihnen, dass Sie mir so zugehört haben. Ich hoffe, Sie sind auch die, nicht nur Architekten von Gebäuden, sondern auch Architekten von Gedankengebäuden. Und in dem Sinne hoffe ich, dass Sie jedenfalls dem Fortschritt dienen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Entdecker des binären Codes. Leibniz hat, das weiß man aus der Architekturforschung, an der Karlskirche Fischer von Erlach und Karl den VI. Beraten. Gibt es in Ihrer Profession Forschungen zu dem Thema, was Leibniz getan haben könnte hier? Wissen Sie, wann das Gesamtwerk von Leibniz erscheinen wird? Im Jahr 2050. Man weiß noch nicht, was Leibniz alles gemacht hat. Er hat ja Zettel geschrieben, das kann man sich nicht vorstellen. Er hat nicht geschrieben und nicht gelehrt. Ja. Er hat nie gelehrt. Ja. Leibniz hat verachtet den Professorenstand. Ja. Ja. Er war mit Glück. Ja. Ja. Also, aber er war ja oft hier in Österreich, hat Wien sehr gemocht. Hat ja unglaublich viel hier beigetragen. Wien ist ja dann im Barock wirklich auch zu einem Zentrum der Welt geworden. Er hat mit Prinz Eugen konferiert. Prinz Eugen war einer der klügsten Menschen damals. War wirklich unglaublich gestanden. Der Mann von Marie Therese, Franz Stephan, der hat das ganze Geld hereingebracht, war wirtschaftlich sehr geschickt und hat dafür gesorgt, dass da die gescheiten Leute kommen, Franz Hüth zum Beispiel, der Mediziner, aber auch Sonnenfels, nicht? So, da ist einiges passiert. Und das habe ich nicht gehört, muss, dass er bei der Karlskirche. Ja, es ist erwähnt, und weil in der Karlskirche auch heuer vor 300 Jahren war Bobby. Ja. Und Fischer von Erlach hat diesen Wettbewerb gewonnen und Karl VI. Hat den Leibniz geholt als Berater. Dann muss ich dem Karl VI. Sogar Abbitte leisten, weil ich halte ihn immer noch für einen ziemlich mediokren Kaiser, aber das wollen wir. Das wollen und wir in der Karlskirche ist ja dieses Dualprinzip, in dem einfach alle Symbole doppelt, die ganze Ikonografie ist ja aufgebaut auf diesem dualen Prinzip, Ostrom, Westrom. Ja. Es kommt ja aus dem Neuen Testament. Es kommt ja aus das Osmanische Reich, kommt ja auch vor und aus das Römische Reich. Nicht? Also das, ist ja, das sind ja auch osmanische Elemente der Karlskirche. Oder nicht? Nein, keine? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Das war kurz nach der Befreiung. Nein, ja, natürlich. Der ist auf jeden Fall drin, die osmanische Elemente. Und die nimmt man doch, man hat ja auch den Kaffee genommen. Hätte man gedacht, der hätte ich auch nicht so. Ich weiß nicht, dass der Kuppelbau sozusagen hier, das ist eine elliptische Grundrisse der Kuppel, das ist hochinteressant. Da muss man sich ganz bestimmt hinstellen, das ist ein spezieller Ort sein, wo man die Ellipse, wenn man sie sieht, als Kreis sieht. Das müssen sozusagen, sieht der Priester die Ellipse als Kreis, oder ich weiß es nicht, das wäre sehr interessant. Also wenn man die Ellipse natürlich von einer gewissen Kuppel sieht, sieht man sie als Kreis. Ja. Also die elliptische Kuppel, das ist für mich das Interessante. Kuppel, es waren einmal russische Schüler, 17-jährige, 18-jährige Schüler da, Schüleraustausch, und man hat mich gebeten, weil unser Sohn mit denen zusammen war, dass ich ein bisschen die Universität zeige. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige Kuppelbauten. Ja? Weil, habe ich gesagt, wir gehen einmal in die Karlskirche, sind eine Kuppelbau, und dann gehen wir auch in die Universität, sind einen anderen Kuppelbau. Ja? Das ist nämlich diese Kuppel, die Sie kennen bei diesem verkehrte Schiff. Und dann habe ich gesagt, wo kommt die Kuppel denn her? Und das war sehr interessant, die Russen haben gesagt, ja, haben sie natürlich nicht gewusst, das ist in Rom geplant, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann das zweite Rom, was ist das zweite Rom? Ist auch ein Kuppelbau.
nächste große Gruppe. Und wissen Sie, wie Sie diese zweite Rom genannt hatten? Natürlich nicht Istanbul. Aber auch nicht Konstantinopel, Byzanz hat sie gesagt. Wunderschöner Byzanz gesagt. Das hat man ganz erwartet. Ja. Und dann der nächste Kuppel war natürlich dann Brunelleschi, nicht? Und dann bei uns, nicht? Also wir haben ja diese schöne Kuppel hier. Das ist wirklich großartig. Aber das wusste ich nicht, dass das Leibniz mit der. Ja, Leibniz ist das genau. Das sind viele Berichte erwähnt. Er wollte ja eine Akademie der Wissenschaften hier gründen, nicht? Das ist natürlich nicht gegangen, weil wir sind zu konservativ. Ja. Außerdem, gut, will mich nicht äußern. Gut. Aber ich wusste es nicht. Danke vielmals. Bitte. Sie haben zuerst gesagt, dass Sie sich wünschen, dass das Ornament zurückkommt. Ja. Und heutzutage ist es irgendwie so, dass man so viel sich bewusst ist, das Fortschritt schon, weil so viel dokumentiert ist, dass oft vor allem in der Kunst, man versucht einfach nur zu brechen, was es schon gab. Ja. Einfach nur deswegen. Ja. Ohne wirklich. Und deswegen wollte ich Sie fragen, wann ist ein Fortschritt wirklich Fortschritt? Ich weiß nicht, ob man, ja, ich habe den Begriff des Fortschrittes nicht so in der, so, es ist nicht das Positive, das ich beim Fortschritt sehe, sondern es ist einfach ein Weg, ich bin fort von etwas. Ja, ich bin von etwas fort. Ich habe es noch nicht bewertet. Man hofft immer mit Fortschritt zu verbinden, mit, ich habe jetzt etwas Neues, etwas Besseres. Schönberg, also ich kenne mich in der Architektur viel zu wenig aus, aber Schönberg hat in der Musik gesagt, wir machen die fortschrittliche Musik, vom Wagen her kommen am Dresden Ouvertüre, hat er gesagt, jetzt lassen wir überhaupt die ganze Tonalität weg. Wir lassen sie weg, wir schreiten fort, weg. Also das ist ein Wegschritt, wenn Sie so wollen, ein Wegschritt von der Tonalität. Und Schönberg hat wirklich gehofft, dass seine Klavierstücke, seine kurzen Klavierstücke in der Zwölftontechnik, von den Leuten so gepfiffen werden, wie einst in Prag sie gepfiffen hatten, den Don Giovanni von Mozart. Das war ein schwerer Irrtum. Ja. Ja. Und wenn es einen Fortschritt bei der Musik gegeben hat, ist es der Jazz. Ja. Das hat Schönberg nicht geahnt. Hat kein Mensch hier in Europa geahnt. Aber der Jazz ist der Fortschritt. Ja. Es gibt einen Fortschritt, natürlich. Aber das ist nicht Ahnung. Natürlich ist es ein Wegschreiten. Ein Wegschreiten gibt es schon. Ja. Aber vielleicht schreibt man, wenn man jetzt wegschaltet von der Ornamentlosigkeit hin zu einem Ornament, aber wie muss das Ornament ausschauen, dass es nicht das Ornament von damals ist? Es gibt zum Beispiel Tendenzen, hat es gegeben, das ist einer meiner verrücktesten Schulkollegen, die ich habe, auch ein Nerd, Hornis bei den Philharmonikern, viertes Horn, weil er immer gekickst hat, und der hat beschlossen, er schreibt jetzt, er will aufhören, immer schöne neue Musik. Also sie schreiben Musik so im Stil der frühen Romantik. Das hört sich kein Mensch an. Das ist für mich schon, das ist schon komponiert worden. Das ist schon weg. Ja. Ja. Aber natürlich hört sich auch keiner an. Also bei den Konzerten wird das immer so im Sandwich hineingegeben. Zuerst ein Stück, wo man sagt, ja, da kommen die Leute, nicht? Mozart heißt, das ist ein guter Anfang. Eine große Schweinerei, nebenbei gesagt, weil Mozart ist der Allergrößte. Aber sie sagen, das ist sozusagen das Amuse-Gueule. Und dann zum Schluss kommt vielleicht noch Brahms oder Bruckner oder sowas, eines dieser Bs, und dazwischen schmeißt man was die Leute sich hören müssen, dann hören sie halt Lutoslawski. Und keiner will Lutoslawski hören, aber man kann nicht dazwischen rausgehen. Nicht? Das ist die einzige Methode mit der modernen Musik. Das ist nichts. Ja, ich hatte einen Musiklehrer, sehr gescheiter Mann, der natürlich begeistert war von Lutoslawski, und hat gesagt, er versucht seine Kinder zu erziehen, dass ihnen keine klassische Musik hören lässt, sondern einfach nur, er fängt mit Schönberg an. Ja, die haben, glaube ich, dann Architektur studiert. Also, das ist bitte. Ganz kurz zur Kunst, die versucht, jeder Regel mit dem Geist zu brechen. Kunst der Musik war dann Schönberg vielleicht anknüpfend. Hier ist eingerichtet worden auf der MGB Schönberg. Auf der? Und ich bin eigentlich von der Universität Musik und Kunst. Und das war sehr gut. Schönberg, also schön geschichtlich aufgezogen. Schönberg wird genannt. Ja. Er selbst hatte immer gesagt, zurück mit der neuen Technik. Wissen Sie, was er unterrichtet hat in Los Angeles? Eine genaue alte Harmonielehre. Ja. Hat nicht anders unterrichtet als die alte Harmonielehre. Das ist auch was, was man an der Universität hier sehr zu schätzen wissen sollte, dass Satztechnik und Tonsatz sehr historisch aufgezogen wird. Jetzt immer angekündigt zum Brechen. Stockhausen selbst hat auch gesagt, so steht alles weg, ich mache elektroakustische Musik da. Aber im zweiten Satz, der bei Ihnen hier erwähnt wird, auch gesagt, dazu muss ich zuvor alles
Ja. Ja, ja. Natürlich. Sie schätzen erst Donald Duck dann als richtiges Kunstwerk ein, wenn Sie vorher Mona Lisa gesehen haben. Weil Sie wissen, jetzt habe ich endlich einmal nicht Mona Lisa von mir. Ja, natürlich. Und zum Jazz auch diese, zum Jazz diese Wechselbewegung zwischen Musik des 20. Jahrhunderts und Jazz, Miles Davis, der als jener oft bezeichnet wird, der den Jazz getötet hat. Nach Lee Chapman Jones Album, das war auch wieder, hat sich viel mit Schwachhaus und Schönberg beschäftigt, viel mit der Wiener Schule. Ja. Es ist so, Sie müssen bei diesem Weg, das ist, Nietzsche beschreibt das im Zarathustra. Der Mensch geht drei Wege. Er geht den Weg des Kamels, den Weg des Löwen und den Weg des Kindes. Zuerst ist man Kamel. Das Kamel ist man deshalb, weil man alles trägt, was einem sozusagen eine Tradition gegeben wird. Ja? Also man muss die Tradition an sich aufnehmen. Dann ist man der Löwe, der das alles zerreißt. Und dann ist man das Kind, das das Neue bildet. Ja. Und jetzt sagen die Leute alle, wir wollen alle kreativ sein, wir machen gleich von vornherein Kinder. Also Kinder machen ist ja sehr schön, aber zuerst muss man Kamel und Löwe sein, sonst geht es nicht. Ja, 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 das ist die Kernerarbeit, nicht? Aber die Kernerarbeit, wenn Genies, wenn Könige regieren müssen, die kann die Kerner zu arbeiten, nicht? Das hat der Sommerfeld dem Heisenberg gesagt, dass Heisenberg angefangen hat zu studieren, hat Heisenberg gesagt, ich möchte gleich also in die Atomphysik einsteigen, ich möchte gleich einmal wissen, wo geht es in der Front der Forschung los. Sommerfeld hat gesagt, fangen wir mal an zu lernen, nicht? Und wir müssen, wenn die, also Sommerfeld hat gewusst, es gibt da diese neuen Ideen, die da kommen werden. Er hat ja auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet, aber er hat gesagt, also zuerst einmal muss man diese kleine Arbeit machen. Aber die ist ungesiedelt. Trotzdem, historisch betrachtet, irgendwann einmal kommt, es ist so, man weiß ja nicht, dass diese Kernarbeit dazu geführt hat. Das ist schon richtig. Einstein, nicht mit Relativitätstheorie, hat die Relativitätstheorie erfunden, als er Patentbeamter in Bern war, wie Sie vielleicht wissen, 1905. Wissen Sie, was die Patentbeamten in Bern dann meistens als für Patente bekommen haben? Das waren so Anfragen oder so Erfindungen, wie man es zusammenbringt, dass am Gare de l'Est in Paris dieselbe Uhrzeit angezeigt wird wie am Westbahnhof in Wien. Am Elisabethbahnhof hat er damals geheißen. Ja? Denn dass das die gleiche Uhrzeit ist, ist ja gar nicht so einfach durchzuführen. Wie stelle ich fest, dass die Uhren dort wirklich gleichzeitig gehen? Also das Problem der Gleichzeitigkeit war ein ingenieurtechnisches, einfaches Problem, wo man sich fragte, wie können wir bei den Bahnhofsuhren Gleichzeitigkeit erzeugen? Und da kommt der Einstein auf die Idee, die Gleichzeitigkeit, die gibt es gar nicht im wesentlichen Sinn. Verstehen Sie nicht? Also, da war sozusagen unfassbar viele Kernarbeit, die kein Mensch kennt, und da kommt Einstein auf eine tolle Idee. Nebenbei gesagt hat Einstein, nebenbei gesagt, einmal ein Patent gemacht von dem Kühlschrank, hat also auch so Gleichzeit gemacht. Nicht? Wissen wir auch nur ganz wenig. Bitte. Eine Anmerkung zu Elon Musk und den Patenten. Also ich bin auch der Meinung, dass das Patentwesen völlig pervertiert ist und in der Zwischenzeit den Fortschritt massiv behindert. Das kann sein. Aber der Elon Musk hat einen Großteil der Tesla-Patente unter Open Source gestellt und freigegeben. Wahrscheinlich deswegen, weil er weiß, es bringt ihm eh nichts, weil die Chinesen, denen ist das nicht völlig egal. Ja. Und außerdem stemmt das eh nicht alleine. Also, ja. Der baut jetzt eine Fabrik, muss ich das vorstellen? Der baut in der Wüste jetzt bald eine Fabrik, da wird kein Mensch arbeiten. Ein Riesending. Das ist gefährlich. Also, wir kommen in eine unglaublich interessante Zeit. Eine unglaublich interessante Zeit. Wo werde ich noch Menschen beschäftigen? Menschen wollen arbeiten. Wissen Sie, warum sie arbeiten wollen? Wegen dieses Expansiv. Die wollen nicht arbeiten, damit sie Geld verdienen. Geld verdienen, da sagt der Elon Musk, gibt es nur Geld, braucht sich zu arbeiten. Die Menschen werden unglücklich.
weil sie wollen gestalten. Jeder Mensch will gestalten. Sie natürlich am allermeisten, das weiß ich schon als Architekten. Aber jeder Mensch will gestalten. Sogar jemand, der Geschirr abwascht, gestaltet irgendwie Zukunft. Weil sie sagt, das mache ich wieder sauber, damit das wieder weitergehen kann. Und dieses Gestalten wollen des Menschen, das ist so ein unglaublich tiefes Element der Conditio Humana, das man nicht wegnehmen kann. Ja? Und dafür zu sorgen, das ist ganz entscheidend. Ja, vielleicht kann die Kunst irgendwie helfen, aber ich weiß es nicht. Nicht jeder ist Künstler. Aber Kunst genießen kann vielleicht jeder. Ich weiß es nicht. Bitte. Warum? Ja, das also, weil es wird eben gekauft und dann können die Richtlinien jetzt nicht unbedingt geforscht werden. Aber genau ist der Punkt, den Sie gerade gesagt haben, mit dem Arbeiten. Menschen wollen arbeiten. Je mehr der Fortschritt ist, desto weniger Menschen werden beschäftigt, desto weniger. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also ich hoffe sehr darauf, dass die Fantasie des Menschen so groß ist, dass wir Arbeit finden, auch wenn es unglaublich viele industrielle Entwicklungen gibt. Also ich hoffe sehr darauf. Und ich nehme an, das wird es auch geben. Hätte jemand von Ihnen geglaubt, dass plötzlich Vinyl, eine Vinylplatte, wieder wertvoll wird? Ich habe noch ein paar aufgehoben, ich bin ganz stolz, ich werde sie natürlich weiter aufheben. Vinylplatten sind wertvoll. Wenn man weiß, das ist wirkliche Musik und das andere, das ist Schrott, ist auch Musik, ja, kann man sich anhören, irgendwann einmal. Ich bin überzeugt, ein Buch aus Papier wird zum Luxusgegenstand werden, irgendwann einmal, wenn ich auf Urlaub fahre, natürlich mit dem elektronischen Zeug, aber ich habe es trotzdem. Das ist Luxus, das ist schön. Und ich möchte eines haben, von dem ich weiß, das hat irgendein Setzer, hat das draufgesetzt, dann habe ich dafür viel Geld gezahlt, weil da war ein Mensch dabei. Also ich sehe da gewisse Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass das verloren geht. Ich glaube, Handwerk wird bleiben. Verstehen Sie? Wirklich ist Handwerk. Auch Mundwerk wird bleiben. Auch wenn Sie mich da im Laden durch Ihren Krach stören. Auch Mundwerk wird bleiben. Bis auf jetzt, jetzt muss ich nämlich gehen, mein Mundwerk ist jetzt ausgelaugt. Ich danke Ihnen herzlich. Wir haben uns.